Hallo meine Freunde der Sonne, ich hoffe, es geht euch gut. Wenn nicht, dann nicht. Heute gibt es ein Back-Video. Ja, ein Back-Video. Wir haben morgen Ostern und ich habe gesagt, ich mache einen Kuchen. Und ich habe mir das jetzt mal von Instagram abgeguckt. Das ist ein Carrot Cake von der guten Beanies Fit Life. Zeigt euch mal den weltbesten Karottenkuchen, denn der ist ganz ohne Zucker. Jetzt geht doch direkt los, ne? By the way, folgt mir alle schon auf Insta. Nein. Also liebe Freunde, wir brauchen 240 Gramm Schmelzflocken. Ich mache das Doppelte, weil ich für mehr Leute backe. Haselnusskerne, die gemein sind. Davon 100 Gramm. 120 Gramm Proteinpulver, das ist jetzt mit Cookies and Cream Flavor. Boah, ich weiß nicht, ob das passt, ne? 100 Gramm Erythrit, 5 Gramm Smacktastic Powder, eine ganze Packung Backpulver, 4 Eier, 500 Gramm geraspelte Karotten, 400 Gramm ungesüßte Alpbrustgier. Und für das Topping, da habe ich so ein bisschen gefreestylt, weil ich nicht genau das finden konnte, was sie benutzt hat. Was ich gefunden habe, ist diese Exquisa Feedline 0,2. Ich wollte mir diese Marzipanmöhre holen. Ich wusste, dass wir welche haben in dem Rewe. Und da waren sie nicht da. Haben mir jetzt selber Marzipan geholt. Und Lebensmittelfarbpasten. Und Zuckeraugen. Vielleicht bastel ich irgendwas Cooles selber. Dann kommen 240 Gramm Schmelzflocken rein, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Also ich habe jetzt Schokoladenpulver reingetan, weil das Cookies und Cream schmeckt das scheiße. 200 Gramm Erythrit, Backpulver, Flavor Powder, die Karottos, Schimmischmiechmiechmiech. One. Oh, kack. 2, 3, 4. Diese Kackrotte hier, da kann ich selber raus. Mann, ey. Skier. Hast du das vorher schon vermengt? Was denn? Die trockene Masse wird erstmal umgerührt. Nee, hab ich nicht. Es war alles so geplant, wie es ist. Nur müsst ihr vorher die trockenen Zutaten verrühren. So, liebe Leute, es ist jetzt fertig gebacken. Ich bin zwischendurch mit so einem Schaschlikspieß da reingestochen, um zu gucken, ob er durch ist. Aber da er so saftig ist, denke ich nicht, dass er dann komplett fluffy sein wird. Das ist da. Ergebnis. Jetzt machen wir am Boden weiter, weil ich auch am Boden bin mit meinem Leben. Ich habe den Kuchen jetzt für 45 Minuten in den Ofen gestellt. Nee, am Ende hat es 55 Minuten gebraucht. Nach 20 Minuten oder nach 25 Minuten habe ich den Kuchen nochmal mit Alufolie abgedeckt. Nun mischen wir das Frosting zusammen. Dafür brauchen wir Exquisa Frischkäse, so einen Zitronensaft. Ich denke, einer reicht. Das hat die nicht so genau erklärt. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. Und ich nehme Puderzucker. Die hat jetzt Puder Erythrit genommen. Ich glaube, sowas kann man nur online bestellen. Tada! Sieht aus wie eine Matratze. Vom dänischen Bettenlager. Zitrone. Ich mache jetzt einfach mal hier volle Kanone. Ich glaube, einer reicht. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen zu vermitteln. Puderzucker. Oh, das ist so mit Stücken. Aber ich habe einen Trick. Ihr nehmt euch eine Tüte und dann tut ihr den Puderzucker. Ja. Und dann nehmt ihr das so. Sieht aus wie Koks. Und dann verbrüllt ihr das auf dem Boden. Das, was ich jetzt mache, heißt Frosting. Und dann vermischen wir das wieder. Ich habe kein Wort mehr und deswegen schmier ich das jetzt wieder. Und weil da eh schon Haselnüsse drin sind, mache ich da so ein gedingste Haselnuss-Topping als Base on the ground, you know? Marzipan-Rohmasse.
Das ist das erste Mal, dass ich damit arbeite. Ich mache einen Freestyler, glaube ich. So wie wir zum Beispiel Mehl beim Teig benutzen, hat sie Puderzucker genommen. Ich muss das Puderzucker wieder ein bisschen verprügeln. Das war so klar. Jetzt ist alles voll mit Puderzucker. Ja, war klar, dass das schief läuft, ne? Und dann wieder hier rein. Und dann drücke ich das oben ein. Und dann ist das eine Blume. Ich zeige euch, wie das am Ende aussieht. Das wird ein langer Prozess. Also Leute, kein Bock mehr auf mein Leben. Ich habe hier ein richtiges Mess hinterlassen. Das sieht richtig komisch aus hier. So sieht der Kuchen jetzt aus. Und das sieht aus, als ob das ein Kind gemacht hätte. Und das sieht aus wie Scheiße. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist der Kuchen. Wie süß. Oh mein Gott, ich liebe es. Ist das nicht süß? Jetzt kommt der Spaß in den Kühlschrank. Morgen hole ich den raus und ich probiere den dann morgen und dann sage ich euch, wie der geschmeckt hat. Wenn ich das wieder vergessen habe, wie im letzten Video, dann fragt doch einfach Benis live, wie der geschmeckt hat. Okay, tschüss. Hi, welcome to Chili.